Marlon und Alvin von S-Fix. Sehr, sehr schön, euch auch mal wieder zu sehen. Wir machen erst natürlich mal hier Fingerlingeling. Ein Prost auf die Gemütlichkeit, genau. Auf der Show und der Spaß wieder und dass dieses Scheiß-Virus rasch verschwinden. Und auf die Sonne heute. Ja, da habt ihr euch ja echt ein super Wetter ausgesucht. Also perfekt. Das ist jetzt ein Souvenir aus den Niederlanden. Ja. Habt ihr extra rüber gebracht? Ja, ja. Necroceros, jetzt kannst du endlich mal mit den Gerüchten aufräumen, weil es gibt total viele Leute, die sagen irgendwie, du hättest an ein Rhinoceros gedacht, was tot ist und durch die Menge tobt. Ist das richtig oder ist das falsch? Ich mache immer noch Wortspiele. Deathhammer war eine der erste. Das existiert auch nicht. Und ich wollte mal was anderes als immer Death in den Albumtitel haben. Und okay, Necros, ne, also Tod, das heißt Krieg. Und das habe ich halt irgendwie zusammen gemacht mit, oder gesucht einfach, was passt jetzt da hinten? Und ich fand ja Necrovoid, ne, das hört sich auch nichts an. Und Necro, keine Ahnung. Und irgendwie kam da komischerweise Necrosaurus, abgeleitet von Rhinoceros und Huskies Bananenpimmel. Also das ist jetzt der Horn der Necrosaurus. Wir nennen es momentan auch Necrosaur Husky. Wenn Husky mal losläuft. Aber es hat tatsächlich nichts zu tun mit, mit einem Rhino, der da durch die Oktoberfeste rast oder was. Das ist Fiction. Wäre schön. Wäre schön sowas. Ne? So ein Horrorfest. Ja, so Horrorfest. Ein Subfish. Und da kommt dann so ein mega Vieh. Und dann, was weiß ich, Tausende von Tote besoffen. Aber ist das auch so deine Herangehensweise, wenn du Texte schreibst, dass du irgendwie so Fantasy einbilden willst oder irgendwas, was es so halt nicht gibt und irgendwas Neues erfinden willst? Ja, ab und zu schon. Ja. Also ich meine, das war jetzt tatsächlich eine eigene Erfindung, aber ich bin auch so Comic- und Sci-Fi-Freak. Ne? Und der Text und der Titel ist total erfunden worden von mir selber. Aber ich stehe auch auf Geschichte oder... Aber es war mal was anderes wie ein Kriegsthema. Aber nee, meine, da werden die Scheiben voll stehen mit Fantasiegeschichten. Nee, so auch ich nicht sagen. Passt einfach und die Jungs fanden, da ist der Titel cool. Haben wir genommen. Ist das eigentlich bei euch so, dass jeder was in der Band zu sagen hat und jeder auch Songideen beisteuern kann und man dann sagt irgendwie so, ja cool, das nehmen wir oder ist das so demokratisch? Scheuert, ich bin der Hitler der Band. Das glaube ich nicht, ich glaube, das ist gelogen. Ja, wir haben alle unsere Einbringung in Sachen. Poli schreibt am meisten die Gitarre und dann... Der schickt uns das einfach, ist es gut, ist es nicht gut und dann irgendwo, wenn wir ganz viele Riffs haben, dann gehen wir im Proberaum und es wird arrangiert, der Hüschki macht den Drumtempo dabei, wir proben ein bisschen und dann irgendwann kommt Martin, die kommt mit den Lyrics, die kommt mit den Titles und Lyrics und dann irgendwann fährt alles zusammen und da war Necrosaurus und so geht es eigentlich mit allen Alben. Das ist so der Kraft von S-Fix, dass wir nicht, wir sind echt eine Band. Also ja, genau, dieses, ja, genau, vier man Leute, kann, man, kann, die man kann das auch in der Bruderschaft was benennen. Einfach Respekt vor uns. Das ist einfach auch, dass wenn alle Ideen haben und wenn man das zusammenfühlt, dann wird das einfach nur, kann nur stärker werden. Ne? Wenn wir nicht irgendwelche Tempos ausprobieren würden, das wäre fett. Ja, nee, ich meine, aber zum Beispiel, wenn Husky mit irgendwelchen Tempos kommt, wo wir nicht daran gedacht haben an dem Song, dann versuchen wir das aus und dann nehmen wir einfach das Beste daraus, weißt du? Und so funktioniert das einfach. Wir würden es ja jeder, auch wenn ich selber singe, kommen manchmal auch die Jungs von, ey Martin, mach das mal so oder so, weißt du? Noch beim Recordings machen wir das so. Wir machen, versuchen das so zu singen. Ja. Weil es dann einfach, wenn es stärker klingt. Wenn ihr so eine Platte aufnehmt, irgendwie, weiß ich nicht, sag ich mal, 10 Songs, habt ihr dann vielleicht 20 geschrieben und schmeißt dann 10 weg und nehmt nur die stärksten 10? Oder seid ihr dann direkt irgendwie on point, dass ihr sagt, so, guck, die 10 sind es jetzt? Alle sind stark, so, wir können keine wegschmeißen. Oh! Aber man muss sagen, es gab dann vorher wohl hunderte von Riffs. Ja, genau. Die müssen dann natürlich aussortiert werden und arrangiert werden dementsprechend. Das ist natürlich Schwachsinn.
um einen Song zu machen von Riffs, wovon du als Band denkst, ja, das ist so, so, weißt du, also, da suchen wir uns schon das Beste aus. Wenn Alvin zum Beispiel sagen würde, was ist das für ein Müllriff, ja, dann werden wir erstmal alle diskutieren. Okay. Aber da kommt es nicht rein. Ja, okay, ich bin der Hitler, das ist der erste dicke Gürtel. Aber ja, was man ich sagt, weißt du, das Album ist nur fertig, wenn es aufgenommen ist. Und vorher ist eigentlich noch alles möglich. Schreibt ihr während der Produktion auch Sachen um, dass ihr sagt, so, oh, das klingt jetzt aber scheiße, das machen wir im Studio nochmal irgendwie ganz anders? Ja, eigentlich gehen viele Sachen noch spontan im Studio. Das stimmt. Vielleicht, dass wir etwas zweimal länger spielen oder doch ein Riff dabei kommt oder ein bisschen geändert wird. Ja. So, ja. Nichts ist eigentlich, nichts ist sicher. Nichts ist sicher, bis es aufgenommen ist. Ja, ja, okay. Ja. Also können dann immer irgendwelche Sachen passieren, wo ihr sagt, ja, so irgendwie, ja, das machen wir anders. Und ja, sicher. Aber meistens ist das kommt nicht viel für. Ne? Das ist, wenn wir im Proberaum sind und wir arrangieren die Songs und mit die Riffs, was wir genommen haben, dann ist das so eigentlich für 98% ist das schon Basis und fertig. Ja, was du sagst, ist, wenn sich was ändert, dann ist es höchstens der Anzahl, Riffs, wie oft, wenn ich sage, okay, weißt du, für Gesang vielleicht besser das zweimal kürzer oder viermal länger oder wie auch immer. Ja, das ist also die Riffs, wenn wir aufnehmen, dann ist meistens schon arrangiert worden. Ja, das ist 98% ist das einfach fertig. Jetzt habt ihr, Nekrosos kam letztes Jahr raus, wenn ich mich nicht irre. Jahr? Dieses Jahr sogar. Oh, 21. Januar. Oh, ja, gut, dann Corona, da bist du immer irgendwie. Hat man ein Jahr verpasst. Ja, irgendwie schon. Ja, gut, 21, dann kann man mit dem nächsten Album vielleicht 23 rechnen, 22. Hängt davon ab. Nein, wir müssen doch erstmal genießen von dieses Album. Wir haben noch gar nicht die Chance gehabt, das auch live zu spielen. Ne? Wir haben nur einmal zwei Wochen zurück haben wir auf ein Alcatraz Festival in Belgien gespielt. Ah, wie war das? Hammer. Ja, aber Hammer. Da haben wir Corona vergessen. Ja, aber da bekommt man 40 Minuten Spielzeit. Und, weißt du, wenn The Wreck ist schon 9 Minuten. Ja, toll. Aber den spielt ihr tatsächlich immer noch, ne? Das ist fester Bestandteil, ne? Ich meine, wir merken einfach, es ist immer noch so, dass ein Aswix-Show ohne The Wreck, das geht einfach nicht. Ich glaube, die Leute, die würden das einfach nicht nehmen von uns. Und wir wissen das, wir spüren das auch live, immer wenn wir das spielen. Es ist scheißegal, wie was. Die Leute feiern natürlich immer noch ab. Da gehen alle Hände in die Hohe weißt du, die Bienen fliegen rum. Leuten erwarten es geht immer noch die, nicht. Also, die alte Schule, Leute, Oldschool, Guys. Wir erwarten die alten Scheiße. Ja. Aber Antwort auf deine Frage ist, okay, ja, wir können jetzt mit ein neues Album anfangen, aber wir haben das eigentlich noch nicht promot live. Ne? Wir haben nur die Release-Show haben wir gemacht, die Online-Release-Show. Und dann haben wir eine Show von nur 45 Minuten in Belgien gespielt und dann haben wir nur drei neue Songs gespielt? Ja, was wissen wir 40 Minuten? So, wir wollen erst noch ein bisschen davon genießen, ne? Und ich meine, ihr seid in den Media Control Charts gelandet in Deutschland. Ja, Mann. Ja. Media Control, was ist das denn? Ja, hier. Media, aber ein alter Sack, weißt du? Das ist, die machen immer Top 100 und da wart ihr, glaube ich, Platz 3. Ja, die Album Top 100. Ja, ja. Wart ihr in den Album Top 100? Die hast du gar nicht mitgekriegt. Doch. Die Album Top 100 auf 3. Ja, das war eine Überraschung. Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht und dann denke ich mir so, na gut, ich verfolge die Jungs seit den 90ern und huch, auf einmal sind sie in den Charts. Was ist das für euch für ein Gefühl? Die meisten haben gedacht, Aswix ist kommerziell geworden. Lasst uns mal. Nee, ja, gar nicht, ja. Das ist ja, ihr macht ja den gleichen Scheiß. Das ist eben das Ding, ne? Dass ganz schnell dann einfach Leute, diese sogenannten Die Hard Underground Freaks, die meinen dann halt, sobald du in den Charts oder sowas schaffst, dann, das ist keine Underground Band mehr. Das ist ein Schwachsinn. Ja, definitiv. Weil, der Stil her haben wir uns überhaupt nicht geändert. Nicht überhaupt. Nee. Ich finde einfach, der Crossroads ist die beste Scheibe, die wir je gemacht haben. Natürlich, ich mache dann immer auch den Unterschied zwischen der Zeitalter von The Wreck und Last One. Aber das ist ein total anderes, das ist ein anderes Dezennium. Aber in diesem Line-Up, wo wir jetzt sind, ja, der Crossroads ist Hammer. Und ich bin einfach froh, dass die Leute so begeistert waren, dass sie die Scheibe so, aber so voll gekauft haben. Voll überraschend. Man erwartet das natürlich überhaupt nicht mit dem
Stil. Ich glaube auch das Label war voll Lieder. Ja. Die haben speziell angerufen dafür. Ja. Von der Firma. Ja, die haben der Philipp hat mir so angerufen. Ich denke auch, die Kräfte von uns ist, dass wir ja nicht jedes zwei Jahre ein neues Album ausbringen. So, ich glaube, die Welt war auch richtig fertig vor eine neue SV-Scheibe. Weil inkommentiert war. Ja, so vier Jahre. Ja. Für mich ist es zu lang. Also, ja, ich denke mal, alle drei Jahre ist immer irgendwie so eine gute Range, find ich jetzt. Ja, ich bin immer noch überrascht, wenn ich, also ich bin ein alter Metaller und was ja. mich wundert einfach immer noch, wenn ich ganz alte Scheiben wie, nehmen wir mal Exciter, Heavy Metal Maniac und Violence and Force, ja, die Dinger, die haben sie in einem Jahr oder was hergestellt, wie haben sie das denn geschafft? Okay. Man muss sagen, dass alles, was danach kam, war nicht so stark wie die Scheiben, aber so, also vielleicht haben sie alles schon drauf gehabt. Aber ja, da bin ich halt mit aufgewachsen. Für mich ist es ein bisschen schwer vorzustellen, dass man über eine Death Metal Scheibe so lange Zeit braucht. Aber ja, die Jungs sind auch beschäftigt, weißt du, neben SWX mit ihren Jobs. Wir haben natürlich verdammt viele Shows gespielt vor dem Corona-Ding. Ja, da ist auch. Und wir haben, ja, jetzt haben wir einen eigenen Proberaum, aber da hatten wir auch nicht. Ne? Also das ist auch einer der Dinger, ja. Das ist ja das nächste Mysterium, mit dem man mal aufräumen kann. Die Leute denken immer so, oh, die sind in einer total bekannten Death Metal Band, die müssen bestimmt nicht mehr arbeiten. Aber nein, ihr habt noch so Daily Jobs nebenbei, ne? Ich schon, ist seit 25 Jahren und ja, das ist gut für mich. Ich bin der Einzige, der versucht, Kopf über Wasser zu halten. Ja. Mit Death Metal wird man kein Millionär, ne? Das ist ja, oder man heißt Cannibal Corpse. So. Ja, vielleicht. Ja, aber das ist einer aus Millionen. Das ist wie im Lotto gewinnen, so. Weiß ich nicht. Aber euch geht es ja auch um die Musik. Das merkt man ja, wenn man eure Musik hört, dann denkt man so, die scheißen echt auf alles. Da geht es um die Musik und das muss cool sein. Ja, es geht um die Musik und Spaß. Und ja, genau. Ja. Musik muss für mich auch keine Arbeit werden, weil dann habe ich, denke ich, keine Lust mehr, so wie echt Arbeit. Doch, wenn es Leidenschaft ist. Ich meine, ich sehe jetzt, mein Leidenschaft ist mein Beruf. Ja, das ist dein, ja. Und ihr weißt alle, dass ich bin der ärmste Sau von der ganzen Band, weil ihr habt alle schöne Wohnhäuser und so gekauft. Aber trotzdem ist das auch noch immer dein Hobby in dein Leben. Ja, aber mir ist es auch wurscht. Meine Materie sagt mir nichts. Ich habe meine Arbeit, aber ja, ich hab immer Musik gemacht, bis ich jung war und ich kann mich da nicht fürchten, wie das ohne ist, weißt du? Ein Leben ohne Musik machen. Ja, aber auch wenn wir nicht in der Band wären, wären wir trotzdem noch Metaller gewesen. Ja, voll. Wir sind Metaller halt, ja. Weißt du? Also bis Ende. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen irgendwie und jedes Mal, wenn wir uns sehen, das ist, ja, ihr lebt das einfach irgendwie. Was hättet ihr denn für einen Tipp für eine Band, die jetzt anfängt, so weil nicht 14, 15 ist und so den Death Metal für sich entdeckt, irgendwie, was würdet ihr denn empfehlen, um irgendwie voranzukommen? Viel saufen. In dem Alter kann man das ja noch. Okay. Nein, also das Wichtigste für mich ist einfach, behalt einfach den Spaß und vor allem den Leidenschaft. Lebt das mit Leidenschaft. Und das ist das Wichtigste. Und dann kannst du für dich selber schon mal nichts Falsches machen. Ja. Egal was du davon. Du musst einfach das spielen, was dir selber gefällt. Ja, genau. Und wo du 100% dahinter stehst. Wenn tust du das nicht, ja, dann, wie sagt man das auf Deutsch, dann lieferst du schon ein an eine andere Frage, als dass du dich selber stellst. Nicht hinten in einen Hype gehen oder so, denk von, ey, wenn ich die Stelle spiele, dann bin ich vielleicht größer. Ich meine, Eswig konnte jetzt auch Millionäre werden, wenn sie jetzt eine Sängerin nehmen würden. Ja. Genau. Ja, dann hättet ihr auch wenigstens, könntet ihr dann die Alte noch Vögel auf dem Hotelzimmer und so, statt und alter Sack wie ich. Habt ihr doch was mehr Spaß? Hat man anderes Spaß. Ja. Ja, scheißegal, ich mach's eh noch 10 Jahre weiter und dann bin ich auch unter die Erde. Also, na, das könnt ihr dann toll machen. Das Wichtige ist, es muss aufs Herz kommen. Was du machst, muss vollständig natürlich sein und nicht forciert. Nee. Ja, aber das Schwere ist. Messer ist hier. Aber das Schwere ist wohl, finde ich, heutzutage, dass, ich fand das eigentlich gut. Ich habe das hat Kuschke vom Desaster, habe ich gelesen in einem Interview. Dass heute geht das für die Kids, geht das so schnell mit dem Netz und so, dass, also ich musste früher im Plattenladen, ja? Und hast du noch die Hörer gehabt? Hast ja, klar. Buch, hast du den Buch schon gehört? Und hast du gesagt, okay, Song 2. Ja. Ja. Bitte mal Song 4 und dann dreh die Platte mal um. Geile Zeit. Und hast du gesagt, okay, jetzt kaufen wir das Teil. Aber jetzt geht es, und das war, was Kuschke gesagt hat in dem Interview, was ich gelesen habe. Wir gehen auf YouTube,
hören sich den Scheiß an, erste 30 Sekunden gefällt mir nicht, okay, andere Band. Und ja. Shit, weißt du, das... Sich nicht mehr damit beschäftigen. Und das sind so viele Bands und es geht alles so schnell, mit so einer Geschwindigkeit, dass die Bands sich selber kaum profilieren können gegenüber das monströse Anzahl an Bands, was es online überhaupt gibt. Ja, das ist Wahnsinn im Moment. Und ja, da kann es tatsächlich sein, dass sehr geile Bands mit sehr viel Talent, ja, dass sie einfach runtergehen. Ja, die kommen nicht durch. Und wenn dann ein Label entscheidet, oh, die machen wir mal groß, weil wir denken, oh, die sehen gut aus oder wie was immer, ja, dann auf einmal stehen die und Headline dann halt backen oder sowas, weißt du? Und dann ist halt die Mucke ist kack, aber man hat sie einfach fressen lassen, ohne dass das überhaupt gut ist. Und das ist ein bisschen... Ja, nur auf eigene Kraft weiterzukommen ist nicht einfach, aber wenn wie Matthias sagt, ein Label da hinten steht und das Promotie-Teil packen kann, weißt du, dann geht's einfacher, weil die haben schon über die Türen auf Kontakt mit Festivals und so, so dass, ja, man muss ein bisschen, ich glaube, Glück haben, dass ein Label da hinten steht und ein Band weiterhelfen kann. Ich meine, gut, ihr hattet ja auch die Gnade der frühen Geburt, ne? Ihr seid genau in diese 90er Death Metal Schiene reingeboren worden und konntet euch da halt einen Namen machen. Also das war ja auch Glück. Ja, damals waren da auch nicht so viele Bands. Nee, klar, also logisch. Eben. Und da hast du, und wir haben früher mit SSW, wir haben die Tours gemacht mit Entombed. Wir waren auf Tour mit Bullthrower, mit Benediction. Cemetery. Und ich komme natürlich auch, ich habe natürlich meine persönliche Vergangenheit, was Leute, ja, ja. Leute jetzt auch betrachten als... Feiern die Leute ja heute ja, mega ab. Eben. Die Bad Life nicht mehr, aber die Scheibe noch wohl. Ja, das ist ja... Prost, Patrick. Ja, wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wir könnten hier noch stundenlang sitzen und noch stundenlang über alten Death Metal philosophieren. Aber das machen wir auch. Die Zeit rennt. Aber ohne Kamera. Aber, ja, genau das werden wir tun. Genau. Prost, ne? In diesem Sinne, speziell für Mario hier. Spellbound war doch härter und besser als Wildcat. Ja, dann gucken wir uns jetzt schon. Vielen, vielen, vielen Dank für euch. Ihr wart wie immer Goldstücke. Super. Vielen Dank. Tschüss, Deutschland. Viel Spaß heute. Ciao.